Hi Leute, willkommen zurück zum Super Mario Maker. Hier ist wieder der Matty. Yes. Und heute spielen wir nochmal eins dieser Event-Levels, Metal Resistance. Das sieht schon sehr interessant aus. Bühne frei für Baby Metal, das Metal Dance-Phänomen, das ganz Japan im Sturm erobert. Anlässlich der Veröffentlichung ihres neuesten Albums Metal Resistance, das weltweit die Charts aufmischt, geben sich die Rockerinnen auch in Super Mario Maker die Ehre. Dafür haben sie sogar extra aufgenommene Audioclips mitgebracht. Ach, vielleicht kenne ich das. Vielleicht ist das ja wirklich weltweit und nicht nur in Japan. Weiß ich nicht. Normalerweise ist es doch so, dass das wieder kein Schwein... Niemand kennt das. Niemand. Kein Schwein. Habe ich gesagt, ne? Ja, der alle gehört. Schwein, habe ich gesagt. Nichts anderes. Jetzt muckt... Oh! Ja, das Spiel will mich erstmal ein bisschen triezen. Ja, ich verstehe das. Dieser Kreis, der ist hier sehr gut anzusehen. Das macht Spaß. Ihr könnt mir ja währenddessen die Haare machen, wenn ihr wollt. Metal Resistance! Und das ist schon gleich wieder so heftig hier, ne? Boah. Okay. Ich brauche noch mehr. Alter Schwede. Das ist schon sehr heftig hier, ne? Erinnert so ein bisschen an das Kiss-Level aus Tony Hawk's Underground. Okay, jetzt habe ich einen Schlüssel. Kann man eigentlich dieses komische Gesicht, diese Fratze, die einen jagt, wenn man einen Schlüssel hat, davon die auch hier reinbauen? Ja, wie gesagt, ganze Welt. Die ganze Welt im Sturm erobert. Und nicht nur Japan. Das heißt, international kennt man die Damen auch. Ja, ich reg mich immer über sowas aus. Ich weiß, aber... Komm. Warum auch nicht? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man das auch kaufen kann hier. Bei Super Mario Maker dabei zu sein. Dass man da so ein bisschen Werbung schieben kann. Yay! Also das ist hier schon eine harte Runde, ne? Yay! Dann machen wir es mal ein bisschen fixer hier. Und jetzt geht's schön in die dicke Bahn. Moin! Baby Metal! Ja! Und jetzt tut ihr mir den Gefallen und googelt das alle mal. Obwohl die Szene hier doch ganz cool war, ne? Darf ich mal hier lang? Das ist schon sehr frech, Bowser hier, ne? Aber da weint er. Und das tut mir dann so ein bisschen leid. Und auf geht's! Ab nach oben! Es sah so ein bisschen aus, als wenn der Lichtstrahl so aus der Röhre rauskommen würde. Aber da hat er nicht. Bam! Vom Leveldesign aber schon ganz gut, finde ich. Also, hat Spaß gemacht. Und das ist doch die Hauptsache, Mann. Wenn das Level Spaß macht, dann ist es in Ordnung. Mehr wollen wir nicht. Fun in Games. Spaß am Spiel. Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Das ist ultra wichtig. Leute, es gibt kaum was Wichtigeres. Oh ja. Gut. Fertig jetzt, ne? Ben. Ich weiß auch nicht, wie man sowas innerhalb so einer kurzen Zeitspanne fertig kriegen soll. Aber das ist... Das ist egal. Soll ja Leute geben, die schaffen das. Okay, Kinder. Wir haben beim letzten Mal wieder gebaut. Beziehungsweise wir haben das durchgespielt, was wir schon längst gebaut hatten. Deswegen können wir jetzt wieder weitermachen mit den normalen Levels. Ich glaube, da schiebe ich direkt eine Sparte hinterher. Irgendwie macht es mir gerade mehr Spaß, hier zu gucken, welche Levels es so gibt. Und ich muss ja definitiv hier die ganzen Sachen auch noch freispielen, ne? Ja, mach doch. Ich habe hier übrigens den Repeater eigentlich eingestellt. Normalerweise müsste sich die Wii U damit connecten. Aber tut sie nicht. Was ist hier denn wieder los? Ja, den muss ich ja irgendwie wegschieben hier, ne? Oh Gott. Okay. Okay, okay. 2 minutes to keys. Oh ja, da muss ich vermutlich hier so durch. Oh Mann.
Ja, lass mich doch hier lang. Ja, ich weiß, dass ich keine Zeit habe. Das ist mir schon bewusst. Ist hier irgendwo ein Schlüssel drin? Verschwindet. Hier irgendwo ein Schlüssel. Oh. Game Design in a nutshell. Hier irgendwo ein Schlüssel drin. Oh, oi, oi, oi. Nee. Und dann wird man natürlich auch von dieser Wurst hier, von der Clownskutsche hier verfolgt. Tja. 2 Sekunden lang solche Level und gleich schon sauer. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Denn wenn man hier nicht aufpasst, ist es ganz schnell mal so, dass man hier gefangen ist. Wo ist denn der verdammte andere Schlüssel? Also das ist... Ich frage mich, ob so Leute dann auch noch mal danach suchen, ob irgendjemand deren Level gespielt hat. Wenn die schon so objektiv gut sind. Hier ist wieder nichts. Seht ihr das? Könnt ihr das sehen oder sehe nur ich das? Ich habe ja gesagt, no skip challenge, ne? Aber bei so einer Scheiße hier. Okay, kann ich denn die alle kaputt machen? Weil wenn ja, dann ist da vermutlich nichts drin. Oh Mann. Ah, okay. Na gut. Da muss ich vermutlich hier unten rein. Er hat zumindest den ersten Schlüssel erwischt. Das ist nicht schlecht. Okay. Ja. Und ihr fragt mich, warum ich keine Schlüssel mag. Warum ich das Konzept Schlüssel hier in diesem Spiel doof finde. Das habt ihr mich irgendwann mal gefragt. Das ist nicht gut, Leute. Und solche Trolle werden dann natürlich durch so einen Blödsinn ja auch immer wieder gefüttert. Dann gehen wir mal hier lang. So. Achso, ich müsste ihn theoretisch erledigen. Aber wie soll das gehen, bitte? Sag nicht, dass ich den umbringen muss. Aber da in der Mitte ist doch so ein Geisterring. Wie soll das denn gehen? Ah, ich muss den gar nicht erledigen. Hä? Siehste, noch viel einfacher als ich dachte. Und wir haben es geschafft. Ja, sehr, sehr guter Level. Echt, 10 Sterne von 10. Sehr schön gemacht. Ah, das rutscht runter wie Öl, Leute. Es rutscht runter wie Öl. Huch, na gut. Aber wir sind zumindest ein bisschen weitergekommen hier. Ich bin der Erste. Ja, freue ich mich drüber. Darüber freue ich mich. Da freue ich mich richtig. Ja, ich bin hier Erster. Weil ich sonst nichts kann, ne? Das konnte ich. Ja, ich will genau das spielen. Wie weit können wir zusammenzählen? Der Flötenschlumpf fängt an. Yeah! Nee, komm mir nicht zu nah. Nee! Gib mir noch ein Power-Up! Das sind zu viele Pauses! Nein! Ich hab gesagt, komm mir nicht zu nah! Ich bin heute wieder bei so und so. Spiel dir wieder dieses Spiel, wo du so wütend wirst immer? Ja, spiel.
Okay, einer tot. Es gibt einen Gott. Ab jetzt wird's einfacher, hoffe ich. Und guck mal, das ist überall! Du kriegst von überall von auf die Mütze. Wenn er wenigstens Geräusche dabei machen würde. So, oder was? Okay, jetzt wieder sein kleiner Sohnemann. Ah, da kann ich auch hin. Ah, nee. Und gleich steht da sowas wie Hetze nicht töten dürfen. Das wäre Scully-Logik hier. So. Ach, guck mal einer an. Wir haben es sogar noch geschafft. wie lange brauchst du, um so ein Level zu machen? Wenn du zuguckst, der das hier gemacht hat, wie lange brauchst du? 2 Sekunden? 3 Sekunden? 4 Sekunden? 5? Vielleicht so an die 20 Sekunden. Man weiß es nicht. Giga Bosa, auch noch falsch geschrieben, ey. Ja! Bitte! Die müssen echt hier unbedingt was machen, hier von Nintendo. Also... Oh no, sagt Mario, nachdem er gesehen hat, was das hier für ein Level ist. Okay. Wie war das? Wenn man immer sich so dreht, dann kann man länger. That's what she said. Nying, 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 nying. Das ist schon sehr psychedelisch, was ich hier mache. Peter Lustig hat einen Psychotrip auf Psilocybin. Bitte lauf doch schneller. Ich möchte es hier schaffen auf Anhieb. Das hat mir viel zu lange gedauert. Das hat mir viel zu lange gedauert. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich das... Naja, egal. Wir haben es geschafft. Und genau das zählt, nichts anderes sonst. Tja... Ja, mal gewinnt man und mal, ne, mal nicht. Aber diesmal haben wir es geschafft. Man sollte eigentlich mal so überlegen, wie ich am Anfang drauf bin von so einer Session hier, wenn wir Random Level machen, und wie ich am Ende drauf bin. Also, es geht nicht allzu lange. Ja, Toppe! Yeah! Mit meinem Mercedes fein nach Hause. Gib mir Touareg und ich fahr die WM. Ah, yeah. Hab ich die WM gefahren? Hab ich. Geil, geil, geil. Level beendet. Wow. Nächster Level. Ja. So, was haben wir hier? Level 14. Das muss jetzt. Jetzt wird's eine gute Nummer. Das wird eine gute Nummer hier. Pass auf. Wie ist das? Mad Air Man. Also nicht Mad Air Man, sondern Mad Air Man. Ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. So, jetzt kann man sich hier einen Power-Up verdienen. Wie ich das überlebt habe, weiß ich nicht. Aber verdienen, habe ich ja gesagt. Das ist nicht einfach so. Da muss man schon was für machen. Komm hier, alles kaputt hauen hier. Achtung! Nein! Schade. Schade. Mad Air Man, nochmal. Lele. Okay, da ist eine Münze drin. Die habe ich stilecht mit meinen Arschbacken da rausgeholt. Yeah. Okay, jetzt nochmal. Achtung. Okay. Nee, den habe ich nicht gesehen, aber ist auch egal. Das liebe ich ja, ne, wenn solche Röhren hier einfach so in der Luft fliegen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die so New Super Mario Bros. Wii U Level auch alle schlechter sind als die anderen, ne? Habe ich schon ganz oft gesagt. Das liegt einerseits an der Optik, mit der man sehr viel falsch machen kann. Beziehungsweise mit den anderen Optiken kannst du nicht so viel falsch machen. Das ist ja eher der Umkehrschluss. Und wisst ihr, was auch gut ist? Dass diejenigen, die an solche Level hier gewöhnt sind und wahrscheinlich nicht so viel aus den alten rausholen können, die sind ja auch noch relativ jung. Ne? Daran liegt's.
sehr, sehr junge Mädchen und Jungs und Lel. Okay. Nee, das ist jetzt schon zu spät. Oh ja, nee. Invisible Coin Block, das Spiel. Aber ich weiß zumindest, was man hier machen muss. Das ist schon sehr viel wert. Habe ich den jetzt weggeschmissen? Nee, ich weiß offenbar nicht, was ich hier machen muss. I'm on a highway to hell. Hölle, Hölle. Ja, so geht es auch. So ist auch gut. Das ist hier eine richtige spaßige Geschichte. Wenn man hier so auf eine Mütze kriegt. Dann nehmen wir das hier erstmal mit. Also. Okay. Dann machen wir es so. Und zack, die Bohne. Eigentlich müsste man, glaube ich, den Yoshi da nehmen, ne? Mir aber egal. Yoshi bleibt zu Hause. Okay, Leute, dann würde ich sagen, macht es gut. Wieso ist jetzt der Yoshi wieder hier? Ich habe gesagt, du bleibst zu Hause. Hast du mir nicht zugehört? Bis zum nächsten Mal.